Hallo, ich bin Birte Küppers. Ich komme aus Bremen und im letzten Jahr war ich mit dem Programm Élysée Prime in Frankreich und habe ein Jahr lang an drei verschiedenen Grundschulen in Nîmes unterrichtet. Hallo, ich bin Berit Friedrichszig. Ich war ein Jahr mit dem Élysée Prime Programm in der Auvergne, im Cantal, ganz genau in der Stadt Aurillac. Ich habe von dem Programm ganz kurzfristig erfahren, so Ende Januar, über den Verteiler von der Bildungsbehörde, dass die Anmeldefrist verlängert wurde. Und so habe ich auch erstmals von dem Programm erfahren und habe das ganz schnell mit meinem Mann besprochen. Und wir haben zusammen entschieden, dass wir uns bewerben. Dann habe ich die Bewerbung eingereicht und wurde dann akzeptiert. Ich habe eigentlich im Netz geguckt, was gibt es für Möglichkeiten, kann man als Lehrerin ein Austauschprogramm finden. Ja, und dann bin ich durch Zufall darauf gekommen und habe mich dann da schlau gemacht und das dann in Bewegung gesetzt. Das Élysée Prime Programm habe ich nicht alleine bestritten, sondern mit der ganzen Familie, also mit meinem Mann. Und zwei Kinder habe ich auch und die waren auch mit. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 17 und mein Sohn 15. Also ich habe drei Kinder, drei Söhne. Der Älteste ist jetzt 14, also er war damals 13 und die anderen waren 10 und 8 Jahre alt. Das ging alles relativ schnell bei uns, weil wir insgesamt ja sehr kurzfristig erst von dem Programm erfahren haben. Dann kam schon die Zusage, dann kam schon die Mitteilung, in welchen Ort wir kommen in Frankreich. Dann haben wir uns ganz schnell um Schulen gekümmert, um den Umzug gekümmert, hier einen Nachmieter gesucht für unser Haus, die Kinder in den Vereinen und in den Schulen beurlauben lassen. Das ging alles ganz schnell. Erstmal gab es doch ein bisschen Aufregung. Was nimmt man mit und was nimmt man nicht mit? Und ebenso hatten wir auch erst ganz kurz vor Start eine Unterkunft gefunden. Da haben wir dann unsere Kartons gepackt und haben uns einen Anhänger besorgt und sind dann mit zwei Autos und Anhänger nach Aurillac gefahren. Mit der Zuweisung nach Aurillac hat es sich eigentlich geklärt. Also dadurch, dass dort eben nur bestimmte Schulen ansässig waren, war die Auswahl auch nicht besonders groß. Also es war ein staatliches Gymnasium, ein Lycée, und das lief alles über die Schulbehörde. Es war definitiv nicht immer leicht. Mir ging es durchweg gut dort, aber ich hatte auch nicht die Barriere der Sprache. Für die Kinder war das schwieriger. Die haben ihr Umfeld vermisst, die haben ihre Sprache vermisst. Das war eine große Umgewöhnung für sie. Aber am Ende waren sie doch glücklich. Aber es hat gedauert. In der Ausschreibung des Élysée Prime Programm steht, dass auch Sprachanfänger an diesem Programm teilnehmen können. Das kann ich befürworten. Ich hatte durchweg freundliche Menschen um mich herum, die darauf Rücksicht genommen haben, haben Französisch eben langsam gesprochen. Meine Tochter und mein Sohn konnten dann auch schon ein bisschen lesen. Das Sprechen und Verstehen ist eine ganz andere Herausforderung. An einer Schule habe ich mehr so Kulturunterricht gegeben. Da habe ich den Kindern, als es sehr heiß war, erzählt, was hitzefrei ist in Deutschland und habe ihnen ein kurzes Carambolage-Video dazu gezeigt. Dann waren die Kinder sowas von begeistert und haben protestiert, dass sie auch hitzefrei haben wollen und haben Unterschriften gesammelt und haben Schilder gemacht und hitzefrei, hitzefrei gerufen. Das war total niedlich. Tatsächlich haben die Lehrerinnen dann, die waren sehr gnädig an dem Tag, haben dann mit den Kindern auf dem Schulhof gespielt und keinen richtigen Unterricht mehr gemacht. An einer Grundschule hatte ich eine Handpuppe dabei. Die Kinder liebten diese Handpuppe. Und jedes Mal, wenn ich an dieser Schule auftauchte, kam erstmal eine Schar Kinder zu mir und alle riefen, ist Teddy dabei? Ist Teddy dabei? Dann fielen sie mir ja, praktisch um die Hüften herum und guckten gleich in die Tasche. Ah, Teddy ist da. Ich finde, ich bin gewachsen an dieser Aufgabe. Weil es nicht immer leicht war, haben wir gemeinsam als Familie viele Hürden überwunden und mussten viele neue Erkenntnisse machen. Und das hat gut funktioniert. Das war eine gute Erfahrung für die ganze Familie und auch für mich zu sehen, dass wir es schaffen. Andererseits habe ich aber auch beruflich viel dazu gelernt. Ich fand es unheimlich spannend, ins französische Schulsystem einen Einblick zu haben, zu sehen, wie die arbeiten, mit welchen Materialien, mit welcher Ausstattung, welche Probleme sie haben und überhaupt welcher Stimmung und Atmosphäre da so ist in den Schulen. Auch noch mal was ganz anderes zu machen, fand ich eine unheimlich große Bereicherung. Ich hatte
durchweg freundliche Menschen um mich herum. Man lernt so viel Neues und im Ganzen ist es eigentlich eine Bereicherung für mein Leben.